Im Ablauf des Psychodramas sind wir jetzt an eine Stelle gekommen, die dafür ganz wichtig ist, nachher ein Protagonistenspiel zu machen, nämlich die Protagonistenwahl werden wir jetzt einläuten. Dazu möchte ich euch bitten, dass ihr alle nochmal euer Thema vorlest und gut hinhört, denn es kommt gleich darauf an, dass ihr euch die Teilnehmerin aussucht mit dem Thema, das euch am allermeisten interessiert. Also, jede Teilnehmerin überlege, welches Thema interessiert mich am meisten. Nur ein Thema, jede hat nur eine Hand zum Wählen. Und welches ist jetzt euer wichtiges Thema, das jetzt gleich mit allem hier bearbeitet werden soll? Erfüllt sein und in sich ruhen. Zur Ruhe kommen und staunen und dem Fluss zusehen. Wir sind nie allein, alles wird gut. Ich darf nehmen. Ihr habt jetzt die Themen nochmal gehört und ich bitte euch jetzt, euch zu erheben, eure Zettel einfach auf dem Stuhl liegen zu lassen und der Teilnehmerin die Hand auf die Schulter zu legen, von der ihr meint, dass sie so auch euer Thema hat. Auf Hildegards Schultern liegen zwei Hände und Adelheid auf Schultern liegen vier Hände. Und Adelheid, bist du bereit, diese Wahl anzunehmen und für uns heute die Protagonistin zu sein? Ja. Danke. Thank you.